Fireproof Games. The Room. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Erze und wir spielen The Room, die Computerverse-Fassung aus Steam heraus. Und ja, ich bin mega gespannt. Was heißt die mega gespannt? Ich habe das Spiel sehr, sehr gerne, wie es damals für Handy rausgekommen ist, gezockt. Und dann gedacht, ja, mache ich einfach für PC. Einfach so. Viele von euch werden es sicher schon kennen. Wenn nicht, dann mal was Neues auf meinem Channel. Mal was ganz abs von Survival und sowas. Mal ein lustiges Rätselspiel. Und ich will jetzt nicht lange herumquatschen und würde sagen, wir beginnen. Ja, also ich beginne jetzt mit meiner Aufnahmesession. Das heißt, ich werde es in einem Durch mal aufnehmen oder bis zu einem gewissen Punkt. Vielleicht schaffen wir das ganze Spiel durch und ich werde es dann schneiden und dann nacheinander raushauen. Und dann schaue ich mal, wie das funktioniert. Und wenn das so ist, dann werde ich das öfter mal so meine Session machen. Okay, ja. Ich will nicht lange herumquaffeln. Ich würde sagen, wir legen los. Und beginnen wir mit einem hübschen Ladebildschirm, der gar nicht einmal lang dauert. Tutorial. Klicke, um zu beginnen. Ja gut, das ist mega schwer. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Das schaffen wir auch. Doppelklicke auf dem Briefumschlag oben auf dem Safe, um ihn anzuwiesen. Ja, das schaffen wir auch noch. So, schiebe den Brief aus dem Umschlag. Du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antwort, die du suchst, befindet sich in dieser Kiste und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert und es ist der Schlüssel zur unfassbaren Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst seinen Geheimnissen zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiligen Schlüssel erhältst du meine Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. A.S. Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall sieht es aus, als hätte er eben dieser mysteriöse AS uns da etwas vermachtet und wir sollen herausfinden, was es ist. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe es schon ewig lang nicht mehr gespielt. Es kann sein, dass manche Rätsel mir leichter fallen, eben weil es mir erinnern. Aber ja. Wir sollen klicke auf dem Schlüssel, um ihn einzusammeln. Inventarobjekt gefunden. Ein kleiner Messingschlüssel mit einem Tierbild. Drehe den Deckel, um das Schlüsselloch auszunehmen. Okay. Okay, falsche Richtung. Machen wir so. Ah. Ziehe den Schlüssel in das Schlüsselloch. Ja gut, das schaffen wir auch noch. Und dann halt den Schlüssel drehen und dann machen wir auf. Nimm das Okular. Ein seltsames Okular. Klicke auf das Objektsymbol, um das Okular zu nutzen. Okay. Da passiert wahnsinnig viel. Ups. Okay, ja, dann entfernt man das. Doppelklick, um die Notiz zu anvisieren. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Okay, ich muss gerade zugeben, meine Synchronisation. Ich versuche irgendwie jetzt da verschiedene Charakter zu machen. Das gelingt mir wahrscheinlich noch nicht immer ganz. Wie gesagt, Übung macht den Meister. Aber ich probiere es einmal. Okay. Du findest die Antwort irgendwo auf den Tresor. Okay, irgendwo am Tresor. Boah, das ist schon hammergeil gemacht. Also gegen die Handyversion ist das echt ein Low. Also die Handyversion ist gegen den echt ein Low. Was haben wir denn da? Das sieht mal verdächtig aus. Das hat nichts damit zu tun.
Was haben wir denn da? Da können wir auch nichts machen. Kann man aber die Füße. Okay. Ich glaube nicht, dass das. Ach so! Da unten soll denn was? Okay. Wie war die Inschrift? Moment. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Okay. Ich gehe jetzt nicht aufs Fragezeichen, weil. Ich würde sagen, easy going. Feuer. Feuer, Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Es sollte es wohl mal. Also, ich sollte es wohl mal mit Drücken versuchen. Mach mal. Und was kriegen wir? Einen Schlüssel. Ein merkwürdiger alter Schlüssel. Mit diesem Schlüssel ist etwas recht ungewöhnlich. Ich sollte ihn mir genauer betrachten. Mach mal. Ich lese es jetzt auch nicht vor, was beim Tutorial steht. Das ist mir doch zu viel. Okay. So. Ach cool, den können wir jetzt drehen. Ich habe da wieder was überklickt, ich weiß. Okay, cool. Und dieser Schlüssel sollte irgendwo hinpassen. Das sieht auch irgendwie verdächtig aus. Kann man. Hey! Und den haben wir sogar passend hingedreht. Da öffnet sich was und wir haben ein graviertes Metall. Eine gravierte Metallplatte. Es scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Ich klicke zu schnell, das ist immer am Handy Doppeltap gewesen. Okay, wir brauchen. Irgend so eine Schraube. Und mir kommt so vor, als hätte ich die schon wo gesehen. Moment mal. Wo war denn das? Nein, nicht da. Hier. Siehst du, blinkt der eh schon so. Dann zipfen wir das da raus und zack. Schrauben wir das einmal. Was haben wir denn da? Eine Linse. Sie sieht so aus, als würde sie in das Okular passen. Was? Alter. Sieht ja voll aus wie die Hexenrituale, ne? Da hat er sich festgekrabbelt. Das ist auch nichts Auffälliges. Okay, okay, ja, das haben wir gefunden. Hat er sich angelehnt. Sonst irgendwas. Das soll irgendwas sein. Und da hat er was gemacht. Okay. Okay, wir brauchen einen Schlüssel in dieser Position. Ah, ich vergesse es auch. Ein Doppelklick. Ich glaube, das ist sie, oder? Ja. Da machen wir da mal auf. Und wir sehen da mal auf den ersten Blick. Oh, schaut schon voll krass aus. Auf den ersten Blick sehen wir da mal nichts. Bla. Aber so sehen wir was. Mal so. Okay, ja, das müssen wir in der richtigen Reihenfolge fangen. So, nee, passt auch nicht. So. Und ich würde sagen, Leute, wir haben die erste Hürde geschafft. Kann ich das unten auch öffnen? Sieh mal an. Das sollte ich rausholen und mir genauer ansehen. Das werden wir machen. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Ich denke ja. Aber lass mal überraschen, wie das Ganze weitergeht.